This is the motto of the show, Hour of the Truth. Rome never changes. They used to call us heretics and sent the Inquisition to kill us. Today they call us terrorists and send on their crusades. Times and methods may have changed, but the goal still stays the same. Extirpate the remnant of the true Word of God, Bible-believing people who uphold the truths of Jesus Christ's name. Suffering at the hands of Rome, 'cause they believed in Christ alone. They died through Europe, especially Spain, for they saw all but Christ in vain. He suffered by his death for men, to save them from their awful sin. 600 years of martyred saints that history cannot erase. With iron heel and iron hand, the Roman popes rule the land. Those ignorant of history may be swept into apostasy. We won't be lulled by Rome's sweet lie, with 50 million reasons why. Salvation is by faith alone, in Christ alone, by grace alone. A sovereign God give faith to man. Salvation's in the Maker's hand. This gospel offends Rome today. They offer up another way, a counterfeit, a compromise. Beware the ancient papal lie, with such a cloud of witnesses who by grace died in their Lord. Recall their memory to say, by the same faith we live today. Hallo, moin moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg, Joggler66, Stunde der Wahrheit. Heute habe ich mir vorgenommen, den 42. Teil zu lesen aus dem wunderbaren Buch von Henry Charles Lear, Geschichte der Inquisition im Mittelalter, Band 1, Ursprung und Organisation der Inquisition, Kapitel 10, die Beweise. Dort sind wir inzwischen angekommen. Ich hatte bereits zum Ende des letzten Videos einmal die Unterkapitel, die Themen dieses 10. Kapitels vorgelesen, also muss ich das jetzt nicht wiederholen. Ihr habt das bereits gehört und könnt es ansonsten natürlich selbst in dem Buch nachlesen, dass es frei verfügbar als PDF gibt und dass man auch sich bestellen kann. Ich habe mir die 3 Bände auch bestellt und bin immer noch sehr, sehr glücklich, dass ich sie hier liegen habe, und ich probiere auch wirklich, die 3 Bände durchzulesen, auch wenn es eine ganze Weile gedauert hat. Ich habe seit September letztes Jahr bis Juli dieses Jahr oder Ende Juni dieses Jahr kein Video davon gemacht, weil so viele Dinge dazwischen kamen. Aber jetzt werde ich zumindest den ersten Band komplett durchlesen in den nächsten Wochen und Monaten bis zum Ende des Jahres und hoffe, dass ich dann auch noch Zeit finde, die nächsten Teile zu lesen. Aber wie gesagt, heute gehen wir in das 10. Kapitel des ersten Bandes. Und das erste Untertitel, also das 10. Kapitel heißt Die Beweise. Und es geht über die Beweiskraft der Zeugenaussagen in diesem ersten Teil, den wir jetzt lesen werden. Wir haben im vorhergehenden Kapitel gesehen, wie das Inquisitionsverfahren die natürliche Neigung hatte, den Charakter des Zweikampfes zwischen dem Richter und dem Angeklagten anzunehmen, wobei der Erstere der Angreifer war. Dieses beklagenswerte Ergebnis war eine Folgeerscheinung des ganzen Systems und der dem Inquisitor gestellten Aufgabe. Er sollte das unerforschliche Herz des Menschen erforschen. Und sein Berufsstolz stachelte ihn vielleicht ebenso sehr wie sein Glaubenseifer an, zu zeigen, dass er sich von den vor seinen Richterstuhl gebrachten Unglücklichen nicht täuschen ließ. In einem solchen Kampfe galt die Aussage von Zeugen im Allgemeinen wenig und kam nur als Grundlage für die Verhaftung und Verfolgung
und in der Form der Bedrohung der Unglücklichen mit der unbekannten Fülle der gegen ihn gemachten Aussagen in Betracht. Zu diesem Zweck aber genügten, ohne dass man Zeugen anrief, die unbedeutendsten Klatschereien. Tratschereien, sage ich jetzt mal ebenso, ne? Das, was ihr heute in vielen sozialen Medien mitmacht, wenn über andere Leute hergezogen wird. Das war damals schon genug, um der Ketzerei verdächtig zu werden. Und überlegt euch mal, wie das in der Zukunft sein wird. Ne? Also, zu diesem Zwecke aber genügten, ohne dass man Zeugen anrief, die unbedeutendsten Klatschereien, Gerüchte, selbst wenn sie nur von einer einzigen notorisch verleumderischen Person herrührten. Das wirkliche Schlachtfeld war das Gewissen des Angeklagten und sein Geständnis war der Siegespreis. Doch darf die Praxis der Inquisition hinsichtlich der Zeugenaussagen nicht ganz übergangen werden. Denn sie beleuchtet von Neuem die Art und Weise, wie die Gewohnheit, alles zugunsten des Glaubens auszulegen, zu der Entwicklung des schlimmsten vom Menschen erfundenen Gerichtsverfahrens und zur gewohnheitsmäßigen Ausübung der abscheulichsten Ungerechtigkeiten führte. Die Selbstverständlichkeit, womit Vorschriften, die jedem Grundsatze der Gerechtigkeit widersprachen, von Personen aufgestellt wurden, die vermutlich in den gewöhnlichen Angelegenheiten des Lebens ganz korrekt verfuhren, zeigt uns klar und deutlich, wie sehr die Macht des Fanatismus auch das Urteil besonnener Menschen zu verwirren und zu verderben vermag. Hieran war nun nicht etwa irgendeine besondere, an den gewöhnlichen geistlichen Gerichtshöfen herrschende Laxheit schuld. Vielmehr nahm deren Verfahren, das auf dem Zivilrechte beruhte, die Vorschriften desselben über die Zulassung der Zeugenaussagen an und verschaffte ihnen Geltung. Und die Pflicht, den Beweis zu liefern, fiel hier dem zu, der die Tat behauptete. In seinen Anweisungen bezüglich der Katharer von La Charité erinnert Innozenz III., also Antichrist Innozenz III., die Ortsbehörden daran, dass selbst starke Mutmaßungen kein Beweis seien und dass sie in einer so schweren Angelegenheit zur Verurteilung nicht ausreichten, eine Vorschrift, die in das kanonische Recht aufgenommen wurde, dem Inquisitor aber bloß einen Vorwand gab, um durch Erpressung eines Geständnisses sich Gewissheit zu verschaffen. Wie vollständig frei von jeder Fessel er sich hierbei fühlte, zeigt folgende Bemerkung des Bernard Guidonis. Zitat: Die Angeklagten dürfen nicht verurteilt werden, wenn sie nicht selbst gestehen oder durch Zeugen überführt werden. Allerdings nicht in Übereinstimmung mit den gewöhnlichen Gesetzen, wie bei sonstigen Verbrechen, sondern aufgrund von besonderen Gesetzen oder Vorrechten, die der Heilige Stuhl den Inquisitoren eingeräumt hat. Denn es gibt viele Dinge, die der Inquisition eigentümlich sind. Fast von dem Beginne der Tätigkeit des heiligen Offiziums an herrschte das Bestreben, Vorschriften aufzustellen über das, was als Beweis der Ketzerei zu betrachten sei. Das Konzil von Narbonne 1244 bemerkt bei der Aufzählung der verschiedenen diesbezüglichen Angaben: Es genüge schon, wenn dem Angeklagten nachgewiesen werden könne, dass er durch irgendein Wort oder Zeichen bekundet habe, er vertraue den Ketzern, oder er glaube ihnen, oder halte sie für gute Menschen. Zwischen Klammern steht hier bon homme, also gute Menschen, französisch, bon homme. Die Art und Weise der Zeugenaussagen war ebenso frivol und unbestimmt wie die Tatsachen oder die vorausgesetzten Tatsachen, die bewiesen werden sollten. In den umfangreichen Verhören und Aussagen, die uns aus den Archiven der Inquisition erhalten geblieben sind, finden wir, dass die Zeugen ermächtigt, ja sogar ermutigt werden, alles zu sagen, was ihnen in den Sinn kam. Großes Gewicht wurde auf ein Gerücht oder die Meinung des Volkes gelegt, und um diese festzustellen, wurden die Zeugenaussagen ohne Vorbehalt angenommen, mochten sie nun auf Erfahrung oder Vorurteilen, auf Hörensagen oder unbestimmten Gerüchten, auf allgemeinen Eindrücken oder auf leerem Geschwätz beruhen. Überhaupt wurde alles, was dem Angeklagten zum Schaden gereichen konnte, eifrigst erforscht und gewissenhaft aufgezeichnet.
Als man 1240 den entschlossenen Versuch machte, die Herren von Niort zugrunde zu richten, war von den 180 verhörten Zeugen kaum einer imstande, über irgendeine Handlung der Angeklagten aus eigener Erfahrung auszusagen. Im Jahre 1254 wurde Arnold Baut von Montréal als der Ketzerei verdächtig erklärt, weil er andauernd seine Mutter besuchte und sie in ihrer Not unterstützt hatte, nachdem sie schon heretisiert worden war. Wohl lag gegen ihn selbst absolut nichts vor, aber der Umstand, dass er seine Mutter nicht anzeigte und dem Feuertode preisgab, rechtfertigte schon den Verdacht der Ketzerei. Tatsächlich wurde es ein fester Rechtsgrundsatz: Wer von zwei Eheleuten den anderen als Ketzer kannte und nicht innerhalb eines Jahres anzeigte, musste ohne weiteren Beweis als Mitschuldiger betrachtet und als Ketzer bestraft werden. Natürlich entging es dem gewissenhaften Inquisitor nicht, dass er sich in einem Circulus Vitiosus bewegte. Daher war sein Bestreben darauf gerichtet, untrügliche Anzeichen zu entdecken, die den Schluss auf Ketzerei rechtfertigten. Derartiger Anzeichen hatte man viele. So galt es bei einem Katharer als genügend nachzuweisen, dass er einen der Perfekti verehrt, den Segen von ihm erbeten, von dem geweihten Brote gegessen oder es behalten habe, dass er freiwillig bei einer Heretisierung zugegen gewesen war und in die Convenzana eingetreten sei, um sich auch auf dem Totenbette heretisieren zu lassen und so weiter. Bei einem Waldenser galten als solche Anzeichen, wenn er einem Mann, von dem er wusste, dass er nicht von einem rechtgläubigen Bischof ordnungsgemäß ordiniert sei, gebeichtet oder Buße von ihm angenommen hatte. Ferner, wenn er mit einem solchen nach waldensischen Ritus gebetet hatte, indem sie auf einer Bank oder sonst einem niedrigen Gegenstande knieten. Oder wenn er einer waldensischen Messe beigewohnt oder den Friedensgruß oder das geweihte Brot von einem waldensischen Priester empfangen hatte. Alles das ließ sich leicht in die Form eines Verzeichnisses bringen. Darüber hinaus aber gab es das weite Feld des Zweifelhaften, wo die Meinungen der Autoritäten weit auseinandergingen. Das Konzil von Albi 1254 erklärte, dass schon der Eintritt in ein Haus, welches als das eines Ketzers bekannt war, den einfachen Verdacht zu einem schweren mache. Also, wenn wir das so weit treiben oder wenn das hier so weit getrieben wird, wie soll man denn dann überhaupt proselytieren? Weil man kann ja nur zu sogenannten Ketzern gehen, diejenigen, die nicht dem wahren Glauben angehören, und kann sie überzeugen, wenn man sie in ihrem Haus besucht und wenn man ihnen vom Evangelium erzählt. So zumindest steht es in der Bibel geschrieben. Und wenn man dann nicht angenommen wird, was hat Jesus dann gesagt? Dann dreht euch um, putzt euch die Füße an der Türschwelle des Hauses, geht weiter und geht ins nächste Haus. Wenn ich hier aber in ein Haus reingehe, um die Menschen zu evangelisieren, dann gelte ich ja selbst schon als Ketzer. Also kann ich mit der römisch-katholischen Kirche nicht einmal evangelisieren, weil ich dann gleich als Ketzer selbst dargestellt werden würde. So verstehe ich das zumindest, was hier steht. Lesen wir den Satz nochmal. Das Konzil von Albi 1254 erklärte, dass schon der Eintritt in ein Haus, welches als das eines Ketzers bekannt war, den einfachen Verdacht zu einem schweren mache. Bernard Guidonis erwähnt, einige Inquisitoren hielten einen Besuch bei Ketzern, die Spendung von Almosen an sie, die Begleitung derselben auf ihren Reisen und Ähnliches für hinreichend zur Verurteilung. Doch ist er selbst in Übereinstimmung mit Guido Fulcodius nicht dieser Ansicht, da dies alles auch aus persönlicher Zuneigung oder gegen Bezahlung geschehen könne. Das menschliche Herz, fügt dabei, ist tief und unerforschlich. Die Bibel sagt, das Herz des Menschen ist schlecht von Anfang an. Aber in dem Bestreben, das Unmögliche möglich zu machen, sucht er sich dadurch zu beruhigen, dass er behauptet, alles, was nicht günstig ausgelegt werden könne, müsse als Gegenbeweis zugelassen werden. Es ist eine bemerkenswerte Tatsache, dass in einer langen Reihe von Verhören häufig nicht eine einzige Frage über den Glauben des Angeklagten vorkommt. Das ganze Streben des Inquisitors war eben darauf gerichtet,
Aussagen über äußere Handlungen zu erhalten. Daraus folgt notwendigerweise, dass fast alles dem freien Ermessen des Inquisitors überlassen blieb und dass das Endergebnis mehr von seinem Temperamente als von den Beweisen der Schuld oder Unschuld abhing. Ein einziges Beispiel möge zeigen, wie nichtig oft die Indizien waren, von denen das Schicksal eines Menschen abhängen konnte. Ein florentinischer Kaufmann in Paris namens Accursio Aldobrandini hatte 1234 die Bekanntschaft einiger Fremden gemacht und mit denselben mehrere Male verkehrt. Er hatte auch bei einer Gelegenheit ihrem Diener 10 Sols gegeben, das ist also Geld, und hatte sich, wenn er ihnen begegnete, aus Höflichkeit vor ihnen verneigt. Zufällig hört er, seine neuen Bekannten seien Ketzer. Sofort erkannte er, dass er verloren sei. Denn das Verneigen war gleichbedeutend mit einer Verehrung, die als eines der wichtigsten Anzeichen der Ketzerei gilt. Er eilte nach Rom und trug dem Papst Antichrist Gregor IX. Seine Sache vor. Der Papst verlangte Bürgschaft von ihm und schickte alsdann eine Kommission an den Bischof von Florenz, um über das Vorleben Accursios Nachforschungen anzustellen. Die Kardinäle von Ostia und Praeneste prüften den Bericht derselben und fanden darin ausdrücklich die Rechtgläubigkeit des Kaufmanns betont. Deshalb wurde er nach Erlegung einer von den päpstlichen Poentinentarius Reim... Oh, Mensch, das ist teilweise ein schwieriges Wort hier. Poenitentiarius. Also, deshalb wurde er nach Erlegung einer von dem päpstlichen Poenitentiarius Raimund von Pennaforte festgesetzten Buße entlassen und Gregor wies die Inquisitoren in Paris an, ihn nicht weiter zu behelligen. Es liegt auf der Hand, dass bei einem solchen System selbst der frömmste Katholik sich niemals auch nur für einen Augenblick sicher fühlen konnte. Poenitentiarius, das schwierige Wort von eben, suche ich mal kurz und probiere es zu erklären. Dann lese ich euch mal eben vor, was ich hier in Wikipedia drüber gefunden habe. Das geht also um apostolische Pönitentiarie. Die apostolische Pönitentiarie, lateinisch Paenitentiaria Apostolica, zählt neben der Rota Romana und der apostolischen Signatur zu den drei obersten Gerichtshöfen der katholischen Kirche. Die apostolische Pönitentiarie ist jedoch kein Kirchengericht, sondern ein kurialer Gnadenhof für den sakramentalen wie nicht sakramentalen Gewissensbereich und damit praktisch eine päpstliche Verwaltungsbehörde. Also, wenn wir jetzt den Satz nochmal lesen, dann steht hier in anderen Worten: Deshalb wurde er nach Erlegung einer von dem päpstlichen Poenititarius Raimund von Pennaforte festgesetzten Buße entlassen und Gregor wies die Inquisitoren in Paris an, ihn nicht weiter zu behelligen. Es liegt auf der Hand, dass bei einem solchen System selbst der frömmste Katholik sich niemals auch nur für einen Augenblick sicher fühlen konnte. Und ich werde euch den Link der Wikipedia-Erklärung, die ich gerade vorgelesen habe, in die Beschreibungsbox des Videos hinzufügen. Trotz all dieser Bemühungen, das Unbestimmbare zu bestimmen, lag es in der Natur der Sache, dass bei einer großen Zahl von Fällen vollkommene Gewissheit nicht zu erlangen war. Außer durch ein Geständnis. Um nun zu verhüten, dass die Nichtgeständigen freigesprochen wurden, ersann man ein neues Verbrechen, den Verdacht der Ketzerei. Dieses Verbrechen öffnete ein weites Feld für endlose Spitzfindigkeiten und Kniffe, in denen die Rechtslehrer der Schulen schwelgten, wobei sie ihre sogenannte Gesetzeskenntnis zu einer würdigen Rivalin der scholastischen Theologie machten. So wurde der Verdacht von vornherein in drei Grade geteilt, nämlich den leichten, den schweren und den erdrückenden Verdacht. Und die Glossatoren gefallen sich darin, weitläufig die Fälle und die Beschaffenheit der Aussagen zu erörtern, die einen Angeklagten eines dieser drei Grade schuldig machten, wobei das gewöhnliche Ergebnis darin bestand, dass der Angeklagte praktisch vom freien Ermessen des Gerichtshofes überlassen blieb. Dem freien Ermessen des Gerichtshofes überlassen blieb.
Dass ein Mensch, dem nichts Greifbares bewiesen werden konnte, bestraft werden durfte, bloß weil er verdächtig war, mag in den Augen moderner Menschen unvereinbar erscheinen mit den Forderungen der Gerechtigkeit. In den Augen des Inquisitors dagegen war es ein Unrecht gegen Gott und die Menschen, jemanden entkommen zu lassen, gegen dessen Rechtgläubigkeit auch nur der Schatten eines Zweifels bestand. Wie so viele andere Grundsätze der Inquisition fand auch dieser Aufnahme in das Strafrecht aller Länder und trug mehrere Jahrhunderte lang dazu bei, demselben eine ganz verderbliche Richtung zu geben. Für gewöhnlich nahm man an, dass zwei Zeugen notwendig seien zur Verurteilung eines gut beleumdeten Mannes. So steht es ja auch in der Bibel, ne? Dass alles in der Gegenwart von mindestens zwei oder drei Zeugen, so sagt die Bibel, etabliert werden muss. Einige Autoritäten verlangten allerdings mehr. Aber wenn ein Fall fehlzuschlagen drohte aus Mangel an Zeugenaussagen, so war das freie Ermessen des Inquisitors der letzte Schiedsrichter. Und man kam überein, dass, wenn für ein und dieselbe Tatsache zwei Zeugen nicht zu haben wären, als dann zwei Zeugen für verschiedene, aber gleichartige Tatsachen hinreichen sollten. Wenn überhaupt nur ein einziger Zeuge da war, so wurde der Angeklagte doch der kanonischen Reinigung unterworfen. In dem beschrieben, alle der Überführung des Angeklagten entgegenzustehenden Hindernisse zu beseitigen, nahm man, wenn ein Zeuge seine Aussage zurückzog, den Widerruf für gültig an, falls die erste Aussage dem Angeklagten günstig gewesen war. War dagegen die erste Aussage ungünstig gewesen, so wurde diese als richtig angesehen und der Widerruf derselben für nichtig erklärt. Hier gehen wir kurz in eine Fußnote rein, in der der Autor sagt, wenn vor einem weltlichen Gerichte ein Zeuge die Unschuld des Angeklagten beschwor und später seine Aussage änderte, dann wurde die erste Aussage als gültig angesehen und die zweite verworfen. Bei den Ketzerprozessen urteilte man gerade umgekehrt und nahm die belastende Aussage immer als wahr an. Die Fußnote am Ende auf Seite 485. Dieselbe Neigung, fährt der Autor fort, alles zugunsten des Glaubens auszulegen, und wir Christen verstehen darunter natürlich, zugunsten des Aberglaubens auszulegen, war auch bestimmend für die Zulassung übel beleumdeter Zeugen. Das römische Recht verwarf die Aussagen von Mitschuldigen und die Kirche hatte diese Bestimmung ebenfalls angenommen. In den falschen Dekretaten, Moment, den Satz nochmal. Das römische Recht verwarf die Aussagen von Mitschuldigen und die Kirche hatte diese Bestimmung ebenfalls angenommen. Ja, also an diesem einen Satz alleine sehen wir doch wunderbar, dass die beiden dasselbe Tier widerspiegeln, oder? Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich in einer dieser Lesungen darauf eingegangen bin oder war es eine andere. Aber ich werde in der Zukunft ja noch Lesungen bringen über die Offenbarung, vor allem in Kapitel 13 und das erste Tier aus dem Meer und das zweite Tier aus der Erde. Und wir sehen an diesem Satz ganz deutlich schon mal einen Punkt bestätigt, den ich sowieso biblisch untermauern werde, dass das erste und das zweite Tier beide römisch sind. Das heißt, das erste Tier ist das heidnische Rom. Und das zweite Tier, also das Tier aus der Erde, ist das päpstliche Rom. Wie das päpstliche Tier das aus der Erde sein kann, das erkläre ich dann genauer. Aber wenn man sich jetzt nochmal Daniel Kapitel 2 vor Augen hält, wo er ja die vier Königreiche nicht in der Form von Tieren, sondern in der Form der Figur eines Mannes beschrieben hat, weiß man ja, dass das letzte Reich, das römische Reich, wie wir wissen, aus zwei Beinen aus Eisen besteht. Zwei Beine, genau wie zwei Tiere in Offenbarung 13. Die beiden Tiere haben aber denselben Ursprung, sind also dasselbe Tier, nur in zwei verschiedenen Formen. Ja? Genauso wie zwei Beine, das eine Bein genauso ist wie das andere, nur in einer anderen Form. Das eine rechts, das andere links. Das eine aus der See, aus dem Meer, das andere Tier aus der Erde. Wenn wir jetzt hier den Satz lesen, das römische Recht verwarf die Aussagen von Mitschuldigen und die Kirche hat diese Bestimmung ebenfalls übernommen, dann heißt das ja, dass die römisch-katholische Kirche Bestimmungen übernommen hat aus dem heidnischen Rom. Das römische Recht, wir sprechen hier von dem Recht, das das römische Reich hatte, bevor es das päpstliche Reich wurde.
Also wenn hier das Recht aus dem heidnischen Rom in die Kirche übernommen wird, was sagt uns das dann? Dass das eine ein Spiegelbild des anderen ist? Soweit zu dieser kleinen Ausschweifung. Ich fange den Absatz nochmal an, dass wir uns darauf konzentrieren können, was hier steht und nicht so sehr auf meinen Kommentar. Dieselbe Neigung, alles, Zitat, zugunsten des Glaubens, Ende Zitat, auszulegen, war auch bestimmend für die Zulassung übel beleumdeter Zeugen. Das römische Recht verwarf die Aussagen von Mitschuldigen und die Kirche hatte diese Bestimmung ebenfalls angenommen. In den falschen Dekretalen, also wir sprechen hier von den isidorischen Dekretalen, die ich ja bei Romanismus und die Reformation besprochen hatte, wird gesagt, dass keiner als Ankläger zugelassen werden dürfe, der ein Ketzer oder der Ketzerei verdächtig, exkommuniziert, ein Mörder, Dieb, Zauberer, Wahrsager, Mädchenschänder, Ehebrecher oder falscher Zeuge sei oder sich bei Wahrsagern und Zukunftsdeutern Rat erholt habe. Als aber die Kirche zur Verfolgung der Ketzer überging, wurden alle diese Verbote in den Wind geschlagen. Schon zur Zeit Grazians, des römischen Kaisers Grazian, ließ man gegen Ketzer alle übel beleumdeten Personen und Ketzer als Zeugen zu. Die Edikte Friedrichs II. Erklären Ketzer für unfähig, Aussagen zu machen, aber diese Rechtsunfähigkeit wurde nicht beachtet, wenn es sich um Aussagen gegen Ketzer handelte. Dass man indessen in diesem Punkte doch auch einige Bedenken hatte, ersehen wir aus der 1229 von den päpstlichen Legaten abgehaltenen Inquisition in Toulouse. Hier wird berichtet, dass Willem Soulier, ein bekehrter Ketzer, wieder rehabilitiert wurde, um ihn zu befähigen, Zeugnis gegen seine früheren Genossen abzulegen. Und selbst noch im Jahre 1260 sah sich Antichristpapst Alexander IV. Genötigt, zur Beruhigung der französischen Inquisitoren zu versichern, dass die Aussagen von Ketzern ohne Bedenken, dass sie die Aussagen von Ketzern ohne Bedenken benutzen dürften. Dieser Grundsatz wurde bald als feststehend in das kanonische Recht aufgenommen und in der Praxis beständig durchgeführt. Ohne denselben würde sich die Inquisition tatsächlich ihres wirksamsten Mittels zur Aufspürung und Verfolgung der Ketzer beraubt haben. Dasselbe war der Fall mit exkommunizierten, meineidigen, ehrlosen Personen, Wucherern, Dirnen und allen solchen, die nach dem gewöhnlichen Strafrecht jener Zeit für unfähig zu Zeugenaussagen galten, deren Aussagen aber gegen Ketzer zulässig waren. Von allen gesetzlichen Einwänden, die man gegen einen Zeugen geltend machen konnte, wurde nur der tödlichen Feindschaft immer für gültig angesehen. Ja, wir gehen ja noch in eine Fußnote rein, aber da steht nur, nach dem damaligen englischen Recht wurden Verbrecher und Mitschuldige selbst bei Hochverrat nicht als Zeugen angenommen. Aber das geltende englische Recht ist ja nicht dasselbe wie das geltende römische Recht, ne? Gut, der Autor fährt fort und sagt, nach dem gewöhnlichen Strafrecht Italiens wurde von einem Zeugen unter 20 Jahren keine Aussage angenommen. Bei Ketzerprozessen dagegen war es statthaft, auch wenn die Aussage nicht gesetzlich war. So genügte sie doch, um die Anwendung der Folter zu rechtfertigen. In Frankreich scheint die Altersgrenze nicht so streng fixiert gewesen zu sein. Die Entscheidung darüber wurde wahrscheinlich, wie so vieles andere, dem freien Ermessen des Inquisitors überlassen. Da das Konzil von Albi 7 Jahre als das Alter festsetzte, wo alle Kinder dem Gottesdienste beiwohnen und das Glaubensbekenntnis, das Vaterunser und den englischen Gruß lernen mussten, so darf man mit Sicherheit annehmen, dass sie vor diesem Alter kaum zu Zeugenaussagen zugelassen wurden. In den Protokollen der Inquisition wird das Alter der Zeugen selten angegeben. Aber es gibt einen Fall vom Jahre 1244, wo die Inquisition bei der Aushebung des verseuchten Ketzernestes Montségur eine überreiche Ernte hielt
und wo das Alter eines Zeugen, Arnaud Olivier, auf 10 Jahre angegeben wird. Er bekannte, ein gläubiger Katarer gewesen zu sein, seitdem er das Unterscheidungsalter erreicht hatte. Auf diese Weise wurde er für sich und andere verantwortlich und seine Aussage wurde allen Ernstes verwertet gegen seinen Vater, gegen seine Schwester und nahezu 70 andere Personen. Dabei wurde er veranlasst, die Namen von 36 Personen zu nennen, die etwa ein Jahr vorher der Predigt eines Katara-Bischofs beigewohnt hatten. Die wunderbare Genauigkeit eines so jungen Gedächtnisses scheint dem Inquisitor kein Bedenken hinsichtlich der Richtigkeit seiner Aussage erregt zu haben. Vielmehr muss dieselbe als Beweis gegen die aufgezählten Unglücklichen betrachtet worden sein, die nach seiner Aussage alle ihren Prälaten verehrt hatten. Auch hier geht der Autor nochmal in eine Fußnote rein, indem er sagt, in dem deutschen Lehnsrechte jener Zeit wurde kein Zeuge unter 18 Jahren zugelassen. Aus dem sächsischen Lehnsrechtsbuch von Daniels veröffentlicht 1836 auf Seite 113. Also ein Unterschied zwischen Deutschland und in diesem Fall Frankreich hier. Ne? Frauen, Kinder und Diener wurden nicht zugelassen, um zugunsten des Angeklagten Zeugnis abzulegen. War dagegen ihr Zeugnis ein ungünstiges, so hieß man es willkommen und betrachtete es sogar als besonders schwerwiegend. Dasselbe war bei einem Ketzer der Fall, der, wie wir sahen, als Belastungszeuge frei zugelassen, als Entlastungszeuge dagegen zurückgewiesen wurde. Kurz, der einzige Einwand, der gegen einen Belastungszeugen geltend gemacht werden konnte, war der der Böswilligkeit. Wenn er ein Todfeind des Angeklagten war, so nahm man an, dass seine Aussage mehr der Ausfluss seines Hasses als der seines Glaubenseifers war, und sie musste verworfen werden. Handelte es sich um einen Toten, so galt die Aussage eines Priesters, dass er dem Verstorbenen die Beichte abgenommen und die letzte Wegzehrung gereicht habe, für nichts, wenn dagegen der Priester bezeugte, dass der Verstorbene seine Ketzerei gebeichtet, widerrufen und die Absolution empfangen habe, so wurden seine Gebeine nicht ausgegraben und verbrannt, aber seine Erben mussten die Konfiskation über sich ergehen lassen oder die Geldbuße zahlen, wie sie ihm bei seinen Lebzeiten auferlegt worden wäre. Natürlich durfte keiner die Zeugenaussage verweigern. Kein Privilegium oder Gelübde oder Eid befreite von der Pflicht der Zeugenaussage. Sträubte sich jemand, flunkerte er, machte er Ausflüchte oder gab er zweideutige Antworten, so hatte man das sanfte Überredungsmittel der Folter zur Hand. Sanft? Entschuldige bitte mal, wir wissen ja, welche Methoden die angewandt haben. Sanft? Ja, das nenne ich Sarkasmus des Autors hier. Ne? So hatte man das sanfte Überredungsmittel der Folter zur Hand, das, wie wir gesehen haben, gegen Zeugen sogar noch freigebiger angewandt wurde als gegen Angeklagte selber. Sie, die Folter, war das Werkzeug, das stets bereitstand, um jeden Zweifel in Bezug auf die Aussage aufzuklären. Dem Umstande, dass dieser schreckliche Missbrauch von der Inquisition sanktioniert wurde, ist es zuzuschreiben, dass er in dem europäischen Strafprozess so lange in Gebrauch war. Sogar die Verschwiegenheit des Beichtstuhls wurde nicht geachtet bei den maßlosen Bemühungen, alle möglichen Aufschlüsse gegen die Ketzer zu erlangen. Allen Priestern wurde eingeschärft, die Beichtenden strenge auszuforschen, ob sie Kenntnis hätten von Ketzern oder von solchen, die dieselben begünstigten. Das Siegel der sakramentalen Beichte durfte offen und für gewöhnlich nicht verletzt werden, aber den Zweck erreichte man auf indirektem Wege oder, wie es so schön heißt, der Zweck heiligt die Mittel. Wenn es dem Beichtvater gelang, etwas zu erfahren, musste er es niederschreiben und dann versuchen, den Beichtenden dahin zu bringen, es den geeigneten Behörden zu enthüllen. Wenn ihm das nicht gelang, musste er
ohne Namen zu nennen, gottesfürchtige Sachverständige um Rat fragen, was er zu tun habe. Mit welcher Wirkung das geschah, ist leicht zu vermuten, da schon seine Verpflichtung, Rat einzuholen, zeigt, dass die Pflicht der Verschwiegenheit nicht als unbedingte angesehen wurde. Probabilismus, sage ich hier nur zu. In einer Fußnote sagt der Autor hierzu, die Ketzerei war natürlich ein reservierter Fall für welchen der gewöhnliche Beichtvater keine Absolution erteilen konnte. So ging ein Mann aus Réaumont im Gebiet von Albi, also in Südfrankreich, welcher bereute, bei einer Versammlung von Katharern zugegen gewesen zu sein, zu einem Franziskaner und beichtete, wobei er die auferlegte Buße der kleineren Pilgerfahrten und einige andere Bußhandlungen auf sich nahm. Als er sie vollbracht hatte und zurückkehrte, wurde er trotzdem von der Inquisition ergriffen, verhört und eingekerkert. Die Tätigkeit des Forum Internum und Externum lief überhaupt nebeneinander her, sagt der Autor in der Fußnote am Ende auf Seite 488. Nach diesem flüchtigen Blick auf das Beweissystem der Inquisition bedürfen wir eigentlich kaum der Versicherung der weltlichen Juristen, dass man für die Überführung in Sachen der Ketzerei weniger Beweise brauchte als bei irgendeinem anderen Verbrechen. Und den Inquisitoren wurde bedeutet, dass ein leichtes Zeugnis genüge, um sie zu beweisen. Probatur quis hereticus ex levi causa. Das ist ein Satz, den muss ich mal eben übersetzen. Gut, ich lese den Satz eben nochmal und dann die Erklärung des lateinischen Satzes dazu. Und dem Inquisitoren wurde bedeutet, dass ein leichtes Zeugnis genüge, um sie zu beweisen. Probatur quis hereticus ex levi causa, was auf Deutsch heißt, bewiesen, wer ein Ketzer ist, aus einem leichten Grund. Wie schändlich dies alles auch war, so setzte die Inquisition durch die Behandlung der Zeugenaussagen der Schändlichkeit die Krone auf, indem sie den Angeklagten jede Kenntnis der Namen derjenigen, die gegen ihn zeugten, vorenthielt. Bei den gewöhnlichen Gerichtshöfen wurde ihm sogar bei dem Inquisitionsverfahren die Namen der Belastungszeugen zugleich mit ihrer Aussage mitgeteilt, und der Leser wird sich erinnern, dass, als der römische Legat im Jahre 1229 zu Toulouse eine Untersuchung abhielt, die Angeklagten ihm nach Montpellier folgten, da sie die Namen derjenigen wissen wollten, die gegen sie gezeugt hatten. Der Kardinal erkannte zwar ihr Recht dazu an, suchte es aber zu umgehen, indem er bloß eine lange Liste derjenigen Zeugen vorlegte, welche während der ganzen Untersuchung erschienen waren, und indem er zur Entschuldigung auf die Gefahr hinwies, die den Zeugen durch das Übelwollen derjenigen drohte, welche durch ihre Aussage gelitten hatten. Gewiss liefen diejenigen Gefahr, die ihre Nachbarn ins Unglück stürzten. Die Inquisitoren und Chronisten erwähnen, dass aus diesem Grunde bisweilen Ermordungen vorkamen, und zwischen 1301 und 1310 werden 6 solcher Fälle aus Toulouse berichtet. Es wäre auch zu verwundern, wenn das nicht der Fall gewesen wäre, und die Aussicht auf eine solche wilde Justiz war durchaus kein ungesundes Schutzmittel gegen diejenigen, die Böses im Schilde führten. Allein, dass eine so dürftige Entschuldigung systematisch vorgebracht wurde, zeigt bloß, dass die Kirche sich dieser einfachen Verweigerung der Gerechtigkeit bewusst war und sich ihrer schämte, da in jedem anderen Kriminalverfahren eine solche Vorsicht nicht für nötig erachtet wurde. Schon im Jahre 1244 und 1246 befahlen die Konzilien von Narbonne und Béziers den Inquisitoren, auf keinen Fall die Namen der Zeugen anzugeben, und führten als Grund den, Zitat, klugen Wunsch, Ende Zitat, des Heiligen Stuhls an, obgleich es in den Anweisungen des Kardinals von Albano nur gestattet wurde, falls Gefahr für die Zeugen vorlag. In den Bestimmungen, die Antichristpapst Innozenz IV. Und seine Nachfolger für das Inquisitionsverfahren trafen, war dieselbe Beschränkung auf Fälle, in denen die Enthüllung der Namen und der Zeugen Gefahr brachte, bisweilen ausgelassen und bisweilen wiederholt.
Und als Antichristpapst Bonifatius VIII. Die Vorschrift, die Namen zu verschweigen, in das kanonische Gesetz aufnahm, schärfte er den Bischöfen und Inquisitoren ausdrücklich ein, aus reiner Absicht zu handeln und die Namen nicht vorzuenthalten, wenn eine Gefahr ihrer Mitteilung nicht verbunden sei. Er empfahl, die Namen zu offenbaren, sobald die Gefahr vorüber sei. Im Jahre 1299 beklagten sich die Juden von Rom bei ihm, dass die Inquisitoren ihnen die Namen der Ankläger und Zeugen vorenthielten, worauf er erklärte, dass die Juden zwar reich, aber machtlos seien und der Bedrückung und Ungerechtigkeit, die in der Verweigerung dieses Verteidigungsmittels liege, nicht ausgesetzt werden dürften. Sie zahlten zweifellos einen namhaften Preis für diese Erklärung, und man kann die Beteuerung, die Praxis sei auf alle Fälle beschränkt, welcher Gefahr für die Zeugen mit sich brächten, wohl nur als einen schamhaften Schleier der Heuchelei ansehen, um offenbare Ungerechtigkeit zu verhüllen. Denn es war eine offene Tatsache, dass die Inquisitoren diese Ermahnungen schnell behandelten, wie die Konzilien von Narbonne und Béziers die Vorschriften des Kardinals von Albano. Obgleich in den Handbüchern der Inquisition die Einschränkung der Gefahr gewöhnlich erwähnt wird, nehmen die Anweisungen für die Führung der Prozesse immer als selbstverständlich an, dass dem Gefangenen die Namen derjenigen, die gegen ihn gezeugt hatten, verschwiegen wurden. Schon Guido Fulcodius behandelt dies als die zu seiner Zeit allgemein übliche Praxis. Ein handschriftliches Handbuch aus ungefähr derselben Zeit stellt sie als eine unabänderliche Regel hin. Und in späteren Zeiten teilen uns sowohl Eimericos als auch Bernhard von Como mit kühlem Herzen mit, dass Fälle ohne Gefahr selten waren, da diese groß war, wenn der Angeklagte reich und mächtig, aber noch größer wurde, wenn er arm war und Freunde besaß, die nichts zu verlieren hatten. Eimericus betrachtete es offenbar als viel schicklicher, die Namen zu verschweigen, als zu den Hilfsmitteln einiger übermäßig gewissenhaften Inquisitoren zu greifen, die gleich dem Kardinal Romano die Namen auf ein anderes Stück Papier und zwar in solcher Reihenfolge setzten, dass die zugehörigen Aussagen unmöglich festzustellen waren oder andere Namen mit denen der Zeugen vermengt, um so die Verteidigung hoffnungslos zu verwirren. Gelegentlich wurde ein Verfahren befolgt, das weniger schmachvoll, aber fast ebenso irreführend war, indem man einen Teil der Zeugen in Gegenwart des Angeklagten vereidigte, aber sie in seiner Abwesenheit verhörte. So wurde in dem Prozesse gegen Bernard de Lisieux im Jahre 1319 von 48 Zeugen, deren Aussagen berichtet werden, 16 in seiner Gegenwart vereidigt. Bei dem Prozess gegen Jan Hus im Jahre 1414 wird erwähnt, dass 15 Zeugen zu gleicher Zeit in seine Zelle gebracht wurden, damit er Zeuge ihrer Vereidigung sein konnte. Hier steht auch noch eine längere Fußnote, aber das sind lediglich die Brunnenangaben. Also fahren wir fort im Text. Von dieser Vorenthaltung der Namen bis zu der Vorenthaltung der Aussage überhaupt war nur ein Schritt. Und dieser Schritt wurde bisweilen getan. In Wahrheit hing der ganze Prozess dann vollständig von dem willkürlichen Ermessen des Inquisitors ab. Und der Angeklagte war so vollständig rechtlos, dass alles, was jener für erlaubt hielt, für zulässig im Interesse des Glaubens angesehen wurde. So heißt es, dass die Zurücknahme einer Zeugenaussage dem Angeklagten nicht mitgeteilt werden sollte, damit sie ihn nicht in seiner Verteidigung ermutigte. Aber dem Richter wird empfohlen, daran zu denken, wenn er das Urteil fälle. Die zärtliche Sorge für die Sicherheit der Zeugen ging sogar so weit, dass man es dem Gewissen des Inquisitors überließ, ob er dem Angeklagten eine Abschrift von der Aussage selbst geben wollte oder nicht, falls daraus Gefahr gefürchtet wurde. Von jeder Oberaufsicht und jeder Gefahr der Berufung befreit, konnte somit der Inquisitor nach Belieben alle zum Schutze des Angeklagten erlassenen Vorschriften aufheben oder abschaffen, wenn die Bedürfnisse des Glaubens es zu erfordern schienen. Unter den vielen Übelständen, welche aus dieser die Zeugen und Ankläger jeder Verantwortlichkeit befreienden Verheimlichung entsprangen, war der Antrieb zur Angeberei
und die Versuchung, durch ruchlosen Meineid dem Hass zu dienen, nicht der geringste. Selbst ohne die ausdrückliche Absicht, Unheil zu stiften, konnte ein Unglücklicher, dessen Ausdauer durch Leiden und Qual gebrochen und der schließlich zum Geständnis gebracht worden war, leicht dahin geführt werden, seine Angelegenheit so zufriedenstellend wie möglich für seine Peiniger zu gestalten, indem er alle ihm einfallenden Namen derer erwähnte, die bei Versammlungen und Heretikationen zugegen gewesen waren. Unfraglich vermehrten sich die Geschäfte der Inquisition bedeutend durch den Schutz, den sie so den Angebern und Feinden gewährte. Häuften sich doch infolge dieses Schutzes falsche Zeugnisse in unendlicher Fülle. Die Inquisition fühlte diese Gefahr und sie traf häufig diejenigen Vorsichtsmaßregeln, die ihr ohne viele Umstände zu Gebote standen. Sie warnte den Zeugen vor den auf dem Meineid ruhenden Strafen. Sie nahm ihm die Verpflichtung im Voraus ab, diese zu erdulden, und fragte ihn scharf darauf hin, ob er verleitet worden sei. Gelegentlich finden wir auch einen gewissenhaften Richter, wie Bernard Guidonis, der die Aussagen sorgfältig prüfte, die verschiedenen Zeugenaussagen miteinander verglich und auf Widersprüche hinwies, welche zeigten, dass zumindest eine falsch war. Das tat er zweimal, einmal im Jahre 1312 und das andere Mal im Jahre 1316. Der erste Fall weist eine Besonderheit auf. Ein Mann namens Pontius Arnold stand freiwillig auf und klagte seinen Sohn Peter an, den Versuch gemacht zu haben, ihn heretisieren zu lassen, als er an einer anscheinend tödlichen Krankheit litt. Der Sohn leugnete es. Bei näherer Prüfung stellte sich heraus, dass Pontius zu der angegebenen Zeit gar nicht krank gewesen war und dass es an dem genannten Orte keine Ketzer gegeben hatte. Mit dieser Kenntnis ausgerüstet, zwang Bernhard schleunigst den Ankläger einzugestehen, dass er die ganze Geschichte erfunden habe, um seinem Sohn zu schaden. So ehrenvoll dieser Fall auch für den Inquisitor war, so zeigt er doch andererseits zur Genüge, mit welch abscheulichen Fallstricken das Dasein eines jeden Menschen damals umgeben war. Dasselbe trifft zu in einem Fall aus dem Jahre 1329. Die Entschlossenheit des Inquisitors von Carcassonne, Heinrich von Chamais, kam damals einer Verschwörung auf die Spur, die den Zweck hatte, einen Unschuldigen zugrunde zu richten. Er hatte die Genugtuung, 5 falsche Zeugen zum Geständnis ihrer Schuld zu zwingen. Aber so seltene Fälle wie dieser boten nur ein schwaches Schutzmittel gegen die bestehenden Fehler des Systems. Und trotz der schweren Strafen, die für ein falsches Zeugnis festgesetzt waren, kam das Verbrechen sehr häufig vor. Die Sicherheit, mit der es begangen werden konnte, lässt uns mit Bestimmtheit annehmen, dass eine Entdeckung nur in verhältnismäßig wenigen Fällen stattfand. So werden zum Beispiel in den dürftigen auf uns gekommenen Dokumenten 6 falsche Zeugen erwähnt, die 1323 bei einem in Pamiers abgehaltenen Autodafé verurteilt wurden. 2 von ihnen waren Priester und einer war Kleriker. 4 wurden in Narbonne 1328, einige wenige Wochen später in Pamiers, 4 weitere eben da im Januar 1329, 7 von denen einer ein Notar war, im September 1329 zu Carcassonne verurteilt. Hieraus können wir schließen, dass, wenn die Berichte der Inquisition in ihrem vollen Umfange zugänglich wären, die Liste eine erschreckende sein und eine unendliche Fülle von Justizirrtümern zutage fördern würde, die begangen waren, bevor die falschen Zeugen entlarvt werden konnten. Wir brauchen nicht das Geständnis des Americus, dass man häufig Zeugen antreffe, die sich miteinander verschworen hätten, einen Unschuldigen zugrunde zu richten, und wir dürfen seine Versicherung, dass der angestrengte Scharfsinn des Inquisitors das Unrecht schon entdecken werde, füglich bezweifeln. Ein vollgültiges Zeugnis für die Logik der Inquisition bietet der Ausspruch Zanchinis, dass ein Zeuge, der eine dem Gefangenen ungünstigen Aussage zurücknehme, bestraft werden müsse, dass aber sein Zeugnis zu Recht bestehe und sogar von großem Gewicht sei bei der Fällung des Urteils.
Wenn ein falscher Zeuge entdeckt wurde, so behandelte man ihn ebenso schonungslos wie einen Ketzer. Als Zeichen seines Verbrechens wurden ihm zwei Stücke roten Tuches in der Form von Zungen auf die Brust und zwei auf den Rücken befestigt, die er lebenslänglich tragen musste. Er wurde während des Sonntagsgottesdienstes auf einem Gerüste dem Volke gezeigt und gewöhnlich lebenslänglich eingekerkert. Im Jahre 1322 wurde ein gewisser Wilhelm Maurus verurteilt, weil er im Verein mit anderen Mitschuldigen Vorladungsbriefe der Inquisition gefälscht hatte, in der Absicht, von den vorgeladenen Parteien Schweigegelder zu erpressen. Das Symbol der Zungen wurde bei ihm in das von Briefen umgewandelt. Je nach den verschiedenen Graden des Verbrechens war auch die Strafe verschiedene. Die im Jahre 1323 zu Pamiers verurteilten falschen Zeugen wurden nicht eingekerkert. Die vier im Jahre 1328 zu Narbonne verurteilten wurden dagegen als ganz besonders schuldig betrachtet, da sie von Feinden der Angeklagten bestochen worden waren, und sie wurden demgemäß zur strengsten Form der Einkerkerung bei Wasser und Brot und mit Ketten an Händen und Füßen verurteilt. Die zu der Zeit des Autos, also Auto da Fés, im Januar 1329 zu Pamiers abgehaltene Versammlung von Sachverständigen entschied, dass die falschen Zeugen außer ihrer Einkerkerung, mochte sie nun je nach der Schwere ihres Verbrechens milder oder strenger sein, dem Angeklagten den durch ihr falsches Zeugnis angerichteten Schaden ersetzen müssten. Dieser Grundsatz des Schadenersatzes wurde vollständig durchgeführt vom Antichristpapst Leo X., der im Jahre 1518 in einer Verfügung die spanische Inquisition ermächtigte, falsche Zeugen, denen es gelungen war, ihren Opfern beträchtlichen Schaden zuzufügen, dem weltlichen Arme auszuliefern. Die von dem Papste gebrauchten Ausdrücke lassen erkennen, dass das Verbrechen noch häufig vorkam. Zanchini erzählt uns, dass es in seiner Zeit keine bestimmte gesetzliche Strafe gab und dass der falsche Zeuge nach dem freien Ermessen des Inquisitors bestraft werden müsse. Ein neues Beispiel für das in dem ganzen Rechtswesen der Inquisition sich kundgebende Bestreben, die Gerichtshöfe so wenig als möglich durch Vorschriften zu binden, sie mit unbeschränkter Gewalt zu bekleiden und zu vertrauen, dass Gott, in dessen Namen und für dessen Ehre sie zu arbeiten vorgaben, sie auch mit der zur Erfüllung ihrer verantwortungsvollen Aufgabe nötigen Weisheit erleuchten werde. Und hiermit haben wir das gesamte 10. Kapitel durch, das nicht so besonders lang war, und wir sehen die Beweise und die falschen Zeugen und die Geheimhaltung von Zeugenaussagen. Das wirkt natürlich alles ineinander zu einer viel schwereren Bestrafung der erst angeklagten Ketzer, von denen man oder sie selber oftmals überhaupt nicht wussten, wessen sie angeklagt waren. Das nächste, 11. Kapitel, reicht von Seite 495 bis 512 und wird wahrscheinlich von daher auch eine Lesung in Beschlag nehmen, gehe ich von aus, und das heißt die Verteidigung. Ja, das ist auch deswegen ein ziemlich kurzes Kapitel, weil, wie wir ja bis jetzt gelesen haben, die Verteidigung oftmals überhaupt nicht stattgefunden hat, da man oftmals a. nicht wusste, wessen man angeklagt war und b. auch gar keinen Verteidiger zu Rate ziehen konnte oder durfte. Dazu mehr nächstes Mal. Und bis dahin, bitte, lest eure Bibel. Maranatha. O allmächtiger Herr und Gott, wie gar lieblich sind dein Gebot, über alles Gold so reine. Du wirst geehrt alleine in deiner heiligen Gemeinde. Dein Wille ist uns offenbar, die Wahrheit leuchtet hell und klar in allen Kreaturen. Gott hat uns auserkoren, dazu noch neu geboren. Der Himmel und das Firmament uns zeigen die Werke seiner Hände. Wie groß ist seine Ehre im
Land und auf dem Meere, das wollen die Werke uns lehren. Die Werke Gottes sind überall, auf hohem Berg, im tiefen Tal, auch in den ebenen Feldern, die Vögel in den Wäldern tun uns die Wahrheit melden. Ein jedes Werk preist unseren Gott, weil er's so gut erschaffen hat. Der Mensch tut's aber zerbrechen, der Wahrheit widersprechen. Gott wird es an ihm rächen. Die Werke Gottes sind wunderbar, in rechter Ordnung immer da. Die soll der Mensch erfahren, Gott will's uns offenbaren, er soll sie auch bewahren. Darum hat Gott den Sohn gesandt, der uns die Wahrheit macht bekannt und auch den Weg zum Leben, damit wir danach streben. Sein Geist will er uns geben, der öffnet uns die heilige Schrift, wo Gott sein Testament gestiftet. In seinem Sohn, dem Reichen, will alle Welt erreichen, mög niemand von ihm weichen. Den Tod er überwunden hat, ein wahrer Mensch und wahrer Gott, mit Kraft hat er's bewiesen, die Wahrheit uns Sünd und Last vermeiden. Der Geist, der ist das Unterpfand, der uns zum Erbteil ist gesandt, das Christus hat erworben, als er am Kreuz gestorben, von der Welt nicht verdorben. Dem Vater sei nun Lob und Ehr, der ewig bleibt und immer mehr, und ewig wird sein Name, sein Sohn wird uns nicht schaden.